Ach, lol. Ja, klar. Wie macht sie das Alter. Mit den Armen? Das ist sehr erotisierend. Das und so ja auch einen runter. Hi. Also magst du es, wenn Leute ihren Mund spucken? Ich glaube, wir sind live. Fett. Schon wir sind live, ja? Wow. Wir sind jetzt hier am Start. Wer nicht Resus habt, ist unterkomplex. Ey, sollen wir so ein paar TikToks gucken? Ich habe hier eine Liste von TikToks und wir können die dann anklicken. Ach, lol. Bei TikTok kann es manchmal richtig sein, dass du plötzlich Brust im Bild hast und dann wirst du gestrikt. Oh, und das will ja keiner. So, und wenn ich jetzt Play mache? Okay, cool. Tom, wir können cool sagen und wir sind hier so ein bisschen... Ja, wir klatschen nach jedem TikTok. Wie so Allmanns, wenn das Flugzeug landet. Das macht keiner mehr, ne? Ja, es war auch uncool, ne? Ich, Julia, guck mich nicht so an. Ich habe das nicht. Ja, rechtfertige dich ruhig. Also magst du es, wenn Leute ihren Mund spucken? Ja, klar. Übertreib mit dem Bass. Ja, übertreib. Boah. Das ist krass. Das ist schon krass. Und die Spannung zu halten. Könnt ihr das? Du kannst es bestimmt, oder? Nicht mehr, nicht mit meinem momentanen Rücken. Wie lange müssten wir beide üben, damit wir das können? Ihr könntet das vielleicht auch niemals. Kommt auf eure Gelenkigkeit an, die ihr einfach von Geburt aus ich anhabt. Bin ja so oder ungelenkig. Nein? Ich bin auch sehr ungelenkig. Ja, weil was machen wir? Wir sitzen ja nur am PC und holen so ja auch einen runter. Es gucken übrigens gerade über 10.000 Leute zu, glaube ich. 10.000 Leute, jetzt gerade? Ja, gerade 11.000 schreiben die. Oh, wow. Jetzt habe ich Angst zu reden. Nein. Wenn du zum ersten Mal ein VIP-Kino mit Betten besuchst. Habe ich noch nie gemacht. Ist das geil? Hab ich auch noch nie gemacht. Und alle applaudieren, bevor der Film angefangen hat. Ja, aber du aber dann checkst, was? Stehst du? Ja, sich. Dass sie finden. Ach so. Jetzt ist lustig, ne? Wenn man den Witz kennt, jetzt ist lustig. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, sehr gut. Boah, das muss ich krass. Boah, das ist krass. Das ist krass. Oh mein Gott. Wie macht sie das Alter. Mit ihren Armen? Das sieht so aus, als würde die 15 Mal verdrehen. Ist ja richtig krass. Junge, ja, Junge! Alter! Das ist sehr erotisierend. Es sieht so einfach aus, aber es ist eigentlich so unglaublich schwer. Mhm. Es sieht so smooth aus, so als würde man das halt einfach easy machen können. Jetzt habe ich Bock, in so einen Club zu gehen. Und an der Stange zu tanzen? Ja, genau. Das war gerade meine Vorstellung, dass wir einfach in so einen Club gehen und dann an der Stange tanzen. Okay, meine Freunde, ich bin so froh, wenn unsere ganzen Lehrer nicht mehr sehen muss. Okay. Was macht sie? Ich gehe mit meinen alten Lehrern essen, auf Hauspartys machen, gemeinsam Sport oder besuche sie in der Schule. Das ist ein weirdes Verhältnis zu Lehrern. Ich frage mich, was das für Lehrer sind einfach. Ich frage mich, was das für ein Flex ist. Kai. Ich find's weird. Vielleicht sind's halt auch so coole Referendarinnen, die einfach jung und nett sind. Ich habe mich sehr gut verstanden mit zwei Lehrerinnen in der Schule. Hast du mit denen danach Sport gemacht? Also... Wow. Guck mal, da schreiben Leute sowas wie Uff, Bi-Panik. Was ist denn? Ja, wenn du eine Frau bist und du stehst eigentlich auf Männer, aber guckst dann sowas und merkst so, da passiert irgendwas. Also irgendwas passiert da. Sieht ein bisschen aus wie diese Bella Porch. Ein bisschen, ja. Findest du Bella Porch hot? Jein! Sie ist eine hübsche Frau. Definitiv. Ja? Ja. Hot Mom Check. Jetzt bin ich gespannt. Ist eine attraktive Frau, als ob die sich nicht todesfertig gemacht hat für dieses TikTok. Die guckt so, ich sitze hier ja nur auf dem Bett. Ich sitze doch nur ein bisschen hier auf dem Bett. Werde ich so gefilmt, was? Aber es war so, hey Mom, mach dich mal voll hübsch, so hübsch, wie du dich machen kannst. Oh, ich wurde ja gefilmt. Oh, So reagiert ja niemand, wenn er gefilmt wird. Hi. Dein Girl kann noch nicht mal ein Schnitzel panieren, kann jeder. Ich hab ein Girl, das mir den Schniedel massiert. Angela, damn. Komm, ist funny. Damn. Komm, das float. Come on, Alter, come on. Muss mir auch irgendwie gemütlicher hinlegen. Also kann hier noch eine Jogginghose. Oh nein. Oh. Warum ziehst du eine Jacke noch an?
Chill doch mal. So, Julia ist gleich wieder da, die zieht sich mir eben eine Hose an. Die ist cool drauf. Das ist schon cool. Da habe ich so gedacht, so, was kommt jetzt? Ist es cringe? Aber da war schon so, okay. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Wie sehr müsste ich üben, damit das bei mir so cool aussieht? Du an sich realistisch? Ja. Weiß nicht, 10 Jahre? Ach! Ach! Hallo! Ich glaube, Julia kann so tanzen. Ich habe Julia schon genau so tanzen sehen. Genau so? Genau so. Auch ja. Nur diesen Tanz. Ja. Exakt genau diesen Tanz tanze ich eigentlich jeden Abend vorm Schlafengehen. Das ist so typisch du, ne? Okay, an der Stelle muss ich kurz begründen, warum ich sowas jetzt in der Liste drin habe. Ich rufe dazu auf, hey Leute, schickt mir mal TikToks. Und der Chat, die Community, ist verhältnismäßig kinky drauf. Der Chat, die Community, ist so ein bisschen versaut drauf. Wenn ich dazu aufrufe, ey, schickt mir mal TikToks ein, schicken die halt teilweise so irgendwelche TikToks, wo es dann um Knife King geht. So, oh, wow. Ich stehe auf Knife King. Aua. Cool. So Sachen halt. Der Chat spiegelt dich wieder. Nein, nein, nein. An mir liegt es nicht. Ich bin da raus. Auf jeden Fall erinnere ich mich daran, dass mehrmals so, so Lady-TikToks kamen und du jedes Mal sehr interessiert warst und es auch geäußert hast. Dementsprechend wundert es mich. Julia, ich habe das Gefühl, du verwechselst mich. Ich habe das Gefühl, du redest über Ju. Nein. Ich habe hier gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. How do people stream with their microphones right here all the time and they're not just in the middle of the stream and they're like, Hä? Also sie versteht nicht, wie Leute streamen können und das Mic die ganze Zeit hier haben, aber nicht reinbeißen. Warum sollte man denn in sein Mikrofon beißen? Frag mal Papa Platte. Tut er das? Ja, der nimmt den aber deepthroat-mäßig in den Rachen. Also mehrere Male am Tag. Ja, das ist so sein Ding. Er will auch nicht darauf angesprochen werden. So. Machen viele, Revi auch. Warum machst du das dann nicht? Weil ich erhaben bin. Bei mir geht es nur um Bildung, bei mir geht es um erhabene Werte. Aber warum gucken wir das dann gerade? Wenn du das fragen musst, bist du wohl nicht erhaben genug. Tell me your sex life is awesome without actually telling me your Life is awesome. Falls euer Sexlife nicht awesome ist, weil ihr genau sowas vermeiden wollt, habe ich hier vielleicht einen kleinen Tipp. Der funktioniert aber nicht bei jedem Betten. Aber ich habe hier einfach eine Styroporplatte hinter meinem Kopfteil geklemmt. So knallt das Kopfteil nicht mehr gegen die Wand. Und die Wand geht nicht kaputt, das Kopfteil geht nicht kaputt. Und meine Nachbarn hören nichts. Hä, aber kann man das nicht einfach ein bisschen von der Wand abrücken? Ja. Wenn man das aber nicht machen will. Ja, wenn ich nicht eine Styroporplatte dahinter klemmen will, immer. Ja, wenn man es nicht abrücken will, kann man auch eine Styroporplatte dahinter tun.